Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Witcher 2 mit dem Willy. Ich kann Gegner durch die Verbesserung einer Katze hinweisen. Ja, das kommt dann halt beim Tränkebrauen dazu und so. Also, Gucken mal, die Aufnahme sieht schon dunkel aus. aber Tränke brauen, das machst du, glaube ich, auch beim Meditieren hier. Und es ist, glaube Okay. ich, jetzt ist es gerade noch. Ich glaube, es steht gerade noch nicht mal offen, wirklich Tränkebrauen, wenn mich nicht alles täuscht. Das kommt erst noch. Du musst runter. Hier ist jetzt wieder ziemlich linear alles. Also sagen wir mal, die offene Spielwelt, die war die offenere, die kommt erst noch. Jetzt brauchst du dein Silberschwert. War das da? Genau. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt gerade automatisch Wie viele von angezeigt denen hat. laufen hier noch rum? Hauptsache erstmal dabei. Es lohnt sich übrigens manchmal wirklich, Sachen über die Gegner zu kaufen an Büchern und sich den Text auch wirklich durchzulesen. Okay, weil man manche Sachen nur so erfährt. Naja, du erfährst dann halt wirklich Schwachpunkte der Gegner. Also alles, was Nekrophagen sind, ist, soweit ich jetzt weiß, gerade empfindlich gegen Feuer. Also wenn du Ja. dann das Igni-Zeichen benutzt, Na, rechnest du schon mal gut Schaden an. so wie früher. Ja. Und Ertrunkene gehören auch zu den Mikrofonen. Eine leckere Kanalisation. Mit Tisch und Stuhl Ja, deswegen. und sogar Na toll, jetzt geht er. Gut, cool, ich wurde gesehen. Hero! Ja. Das mögen wir nicht! Weg mit dem Hero! Aber der castet hier auch die Zauberwesen schneller. Ja, Also die Zeichen. also es ist ziemlich smooth halt im Übergang, ne? So von Dingen. Oh nein, ist so gar nicht, dass es durch die Hand geht. Okay, ich brauche Ja. Oh. Und der bäumt sich erstmal in der Tür auf wie so ein Schrank. Wow. Boah, krass. Das ging jetzt ziemlich schnell. Vor allen Dingen hat er mehr One-Hit, also mit einem Hit ungefähr 30%, 40% oder so. Genau das war die Erzählung. Das war der Plan. Und dann bin ich da unten gestorben, aber ihr habt mich trotzdem gefangen genommen. Rücksetzpunkte sind manchmal ein bisschen für ein S. Ungroßzügig gewählt war. Ja. Das hat vieles geführt nochmal machen. Also es macht wirklich zum Teil Sinn, an manchen Ecken und Enden doch mal zwischendurch abzuspeichern. Wow! Alles klar! Sterben. Ja, ich glaube, ich werde. Du hast Das gerade das falsche falsche Schwert Schwert. ausgewählt. Mach mal ein Schild. Das macht sich gleich bemerkbar, ne? Also Aber absurd. das Problem hattest du im ersten Teil öfter gehabt, dass du einfach ein bisschen verpeilt hast, welches Schwert wann zu benutzen Ein ist. bisschen. Sagen wir ein bisschen. Vielleicht glaube ich 50% der Zeit das falsche Schwert benutzt. Oder vielleicht auch öfter. Ich bin nicht was. Wow. Das hattest du aber vorher auch aufgesammelt, glaube ich. So viel? Braucht man hier. Wow! Alter! Glaube ich nicht, weil es nur Game-Aufnahme ist. Alter! Okay, also es ist ähnlich wie beim ersten Teil. Ich werde mich wieder sehr gut anstellen und Ja, nee, da kommt man wirklich schon rein. Also, du musst wirklich Zeichen casten, so einen guten Zeitpunkt abpassen. Ich sag mal, hier ist jetzt natürlich die Sache, es ist dunkler, du hast weniger Platz, um rumzurollen, was der mit den Soldaten oben hattest. Ja. Und ja, ich glaube, also er wechselt eigentlich automatisch. Brauchst du gar nicht. Okay, gut. Oder wechselt er automatisch? Nee, jetzt nicht. Beim ersten Mal hat er automatisch gewechselt. Räum mal weg.
2. Ihr lernt es wohl nie. Ich glaube, jetzt habe ich nicht zu weit auf. Ja, das war jetzt eben hier schon mal das Problem, dass du von dem eigentlich. Aber da fährst du dann vielleicht hier nicht mehr ins Feuer rein. So, ja, ich hatte auch nie gesagt, dass wir zocken wollen, deswegen war ich wahrscheinlich so überrascht, dass ich zocke. Hallo! Gut, wird er dann sehen. Guck mal, kannst du vielleicht mal kurz deine Ausdauer regenerieren lassen? Das dauert ja nicht lange. Damit du dann beim nächsten Mal. Also, na, die beiden. Hier. Ach so, die Balken meinst du, ja. Genau. Da kannst du auch noch mehr von kriegen, dann halt durch Skillen dann irgendwann, ne? Das ist dann auch recht angenehm. Ja, geht. Ach so, dein Zeichen ist noch aktiv, deswegen regeneriert er nicht. Da müsste man natürlich noch. Wenn man mitten in der Bewegung stehen bleibt. Oh, ich heb auf! Also, es macht zum Teil natürlich auch mehr Sinn, irgendwie einfach wegzurollen, wie zu blocken. Ja, stimmt, es gibt ja noch Blocken. Ja, also, aber. Ich glaube, wegrollen ist einfach wirklich zum Teil einfach sinnvoller. Ja, jetzt müssen wir mal kurz ein paar Sekunden warten. Weil ich so gut fixiert habe. Aber der ist auch noch rot hier angeblich, ne? Ja, aber das. Also gut zielen muss man definitiv. Ja, stell ich einfach. Oder auch nicht. Aber jetzt regeneriert es ja zum Glück schneller. Ja. Dadurch, dass das Zeichen einfach weg ist. Aufgepasst, da kommt noch wieder ein. Ja, deswegen gehe ich gleich zurück. Verrecke. Jetzt sag uns einfach, dass du da gleich mal hinkommst. Ja, jetzt weiß ich, warum du meintest, dass das Schutzzeichen so sinnvoll ist. Weil die machen ja doch schon ziemlich viel Schaden. Ja, also es macht Sinn. Zum Beispiel echt auch bei späteren Gegnern. Ja, du kannst Fackeln an- und ausmachen. Einfach mit dem Zeichen. Und das verbraucht zum Glück keine Streichhölzer, sonst was. Nee, er hat auch keine Ausdauer. Ne? Ja. Das wär wirklich ätzend, wenn dafür auch immer noch. Aber hier kommst du eigentlich so durch. Nee, dann. Oh nö, eigentlich würde ich. Mann, ich wollte noch weiter gucken. Achso, du kannst ja. Du bist noch unten. Ja, wieso kam denn gerade? Weiß ich nicht, das war vielleicht so einfach ein Übergang schon mal laden, bevor überhaupt was passiert ist oder so, keine Ahnung. Aber so viel ist hier unten eigentlich auch nicht mehr. Ich glaube, nichts weiter eigentlich, so ziemlich. Ganz schade. Weiter. Ich hab gedacht, jetzt habe ich hier noch irgendwas Größeres übersehen. Nee, also das Spiel ist jetzt hier gerade wirklich sehr linear. Genau das wollte ich erreichen. Aber du hast beide Fackeln so ziemlich fast gleichzeitig ausgemacht. Noch eine Hexe. Das ist eine ziemlich geniale Luke, die von alleine aufgeht und von alleine wieder zugeht. Definitiv. Hier, guck mal da. Holzklotz hast du gesehen. Ja. Da hast du eine richtige fette Europalette. Die einfach in ihr steckt. Ich brauch das. Meins, seine Taschen sind unersättlich. Mehr oder weniger. Ja, so. Du hast auf jeden Fall auch einiges, was du ticken kannst. Was suchen die denn hier? Spiel hat gespeichert. Speicher mal nochmal selber ab, vielleicht. Speichern! Und wechsel mal zum Stahlschwert, bevor du durch diese Tür gehst. Das ist sonst ein bisschen unfair gerade. Kein Schritt zurück, Weichel! Sehr viel. Tod an den Schwesterfickern! Boah, kann ich mal kurz hoch? Danke. Ja.
kannst halt nicht wirklich in so einer Situation dann auch fliehen. Ne? Also du musst hier wirklich quasi diese Gegner auch halten. Ja. Weil du sonst nicht auf diesen Gang kommst. Du kannst im Kampf keinen Glück haben. Alter, ich kann abwehren, Digga! Ich glaube, es ist halt einen gewissen prozentualen Schaden. Trotzdem. Also, wie beim ersten. Nee, bei welchem Game waren das? Also, egal. Das war cool, anstatt. Das würde ich gar nicht alles, glaube ich, aufheben. Also du kannst es natürlich verkaufen, aber das ist einfach alles viel Bullshit. Gewicht. Du wirst dich irgendwann dafür entscheiden müssen, das abzuwerfen. Ich glaube, ja. Bevor du zum ersten Händler kommst. Ist egal. Das Lootvergnügen ist auf meiner Seite. Diamantenstaub? Ja. Und Amethystenstaub. Wer hat denn die Amethysten kaputt gemacht, um daraus Staub zu machen? War da so dämlich. Verschlossen. Das halt hier lang. Ah, sieht schon einfach viel, viel geiler aus. Ja. Hallo? Eins. Für die Baronin! Und das gute alte Kuh. Muss ich das mal machen. Ich weiß nicht, ob du irgendwann noch einen Skillpunkt bekommst, dass du zum Beispiel benachbarte Feinde sozusagen angreifen kannst. Also wenn jetzt einer neben dem anderen steht, dass du den auch mitkriegst. Also Witcher 3 funktioniert jetzt, aber... Na, so ein Umschlag. Tötet den Hexer! Okay, gut. Das war gut gestorben. Geralt verursacht minimalen Schaden. Schön, dass es auch noch so dasteht. Ich glaube, das kannst du auch ausstellen. Diese Anzeige. Kampflock. Hey. Tod den Tyrannen! Nieder mit Volltest! Okay, hat aber auch ein bisschen gebraucht, um seine Lebenspunkte zu machen. Ich glaube, ich hatte auch mal irgendwann so eine Situation in dem Spiel, dass ein Gegner einfach keine Lebenspunkte verloren hat, obwohl ich den geschlagen habe, weil der auf das Spiel irgendwie nicht hinterher gekommen ist. Okay. Von denen wir eben nicht nehmen. Die waren einfach nur da, um den Raum noch zu machen. Die sind schon schlau, die Leute, die da. Richtig. Oh, wie viele sind denn hier? Das sind einige. So ein Commander oder Ritter oder so. Ja. Wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Keinen Schritt zurück! Zerschmettert das Gerüm! Ja, die bringen mich davon auch gerade nicht. Aua! Jetzt vielleicht. Das sind keine Ritter! Das sind Verräter! Gefangene werden nicht gemacht! An kaputt! Das ist wieder zu deinem Vorteil. Finde ich eigentlich ganz gut. Absorbiert. Alter, wie viel Leben hat der denn ohne? Für Temerien, Männer! Der Tod, also ich kämpfe viel mehr für Temerien als ihr Lappen. Ja, am besten wäre natürlich wirklich, wenn du den Ultima von hinten treffen könntest. Aber. Das sind keine Ritter! Das sind Verräter! Oh. Gefangene werden nicht gezeugt! Mama!
Tod für Temerien ist ein guter Tod! Aber er ist fast down. Oh. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen unvorteilhaft, weil der eine dein Schild gebastelt hat und ja, der andere. Ja, instant hat er der andere geschlagen. Nie hier. Aber gut, dass ich schon diese Folge schon 20 Mal gestorben bin. Naja, irgendwann muss man mal. Aber jetzt musst du auch nochmal die Typen draußen kalt machen. Na, egal. Naja, man lernt Okay. Aber das ist halt wirklich eine unfaire Stelle hier, ne? Du bist wirklich auf so einem ustkleinen Raum, du hast da einen Typen mit einem Langschwert oder so drinne. Ja. Da, es war vielleicht ein bisschen sehr unvorteilhaft. Und guck mal nochmal auf dein anderes Schwert wechseln. Auf das Starschwert. Du hattest, glaube ich, eben noch das Silberschwert draußen. Kein Schritt zurück, weichen! Keinen Schritt zurück! Legt das Stahlschwert über die Stahlstufen. Da muss man sich aber ein bisschen dran gewöhnen. Also ich weiß nicht, dieses... Hätte ich den ganzen Scheiß jetzt den anderen auch nochmal mitnehmen müssen? Ja, ich glaube, ja. Aber... Ach, scheiß drauf. Da trägst du halt keine Europaletten jetzt mit dir rum. Das ist auch egal. Man hat sowieso eigentlich immer genug. Ach so. Total. Also ich glaube, du kommst wirklich so oft in diese Situation, dass du zu viel Zeug bei dir hast. Ui, was ist denn jetzt los? Die Welt hat sich verdunkelt, ganz plötzlich. Für die Baronin! Nee, eigentlich nicht. Das kann ich nicht Doomsday hier, ey. Sieht aus, als ob du einfach zu viel Life verloren hast. Eigentlich ja nicht. Nee. Lava Lake! Mal gucken, ansonsten. Ich sag mal, ansonsten. Auf jeden Fall. Vernichtet die Lilien! Jo. Ja, ich denk mal, ein Neustart, ein Kopf ins Spiel wird schon gehen. Chill. Vielleicht ist es sogar schon rum, wenn du durch die nächste Tür läufst, vielleicht. Treff mich doch! Hast du gerade noch abgeblockt, ne? Könnte sein. Gerade so, ja. Vernichtet die Lilien! Das sieht schon ziemlich heftig aus. Aber irgendwie auch cool. Ja. Also, lass mal schauen, vielleicht ändert sich jetzt irgendwas. Ja. Es liegt lag einfach, glaube ich, nur am Laden oder so. Tod dem Tyrannen! Wieder mit Holtest! Das sieht wieder normal aus. Vielleicht, bevor du rausgehst, kannst du einfach mal vielleicht einen kleinen Moment warten, bis sich dein Leben ein bisschen regeneriert hat. Ja. Und dann am besten vielleicht erstmal die Leute links angreifen. Ich glaube, links standen eher die Schwachen und rechts die Fettgepanzerten. Naja, die Schwachen... Achso, ne, ich habe vielleicht schon bei den Schwachen Leben verloren, das kann sein. Generell ein bisschen entspannter. Ich wusste gar nicht, dass der so viel Leben hatte, geschweige denn so viel aushält. Na, wo du draußen gegen den Typen gekämpft hast, da hattest du ja Unterstützung gehabt von den Soldaten. Von Volltest. Ja. Da konntest du ihn ja so ein bisschen auf die lenken. Okay, ja, jetzt. Vorwärts! In den Kampf! Ja, das ist manchmal auch eine gute Sache, die einfach so ein bisschen durch diese Bögen zu scheuchen. Ja, wir machen einfach. Aber lauf nicht die Treppe. Da kommst du nicht. Tod den Tyrannen! Also,
Da drüben ist die Treppe nicht hochlaufen. Ach so, da kann ich nicht runterspringen. Richtig. Guck mal, jetzt. Weg. Der ist jetzt gerade eben stehen geblieben, weil die anderen wahrscheinlich mit dir beschäftigt waren. Zum Teil bleiben die ja dann einfach stehen, halten sich ein bisschen vom Kampf zurück. Ja, wäre auch unfair, wenn da 200 Leute direkt an... Also die nehmen, glaube ich, schon zum Teil auch ihre Chance wahr, wenn du mit dem Rücken zu denen stehst. Nein, nicht so wie bei Assassin's Creed. Am besten erstmal vielleicht auf den großen Leute, auf den Schildtypen. Glaube ich, die auf dem Schild. Ja, kann auch passieren, dass die dann wirklich gestunt sind durch deinen Spell und du die dann sozusagen exekutierst. Boah, aber guck mal, jetzt hat er die eben schon, obwohl du geblockt hast, so wahrscheinlich auch so mit seinem Großschwert. Ja, kann ich dann schon Damage. Und wegrollen. Zerschmettert das Gewürm! Aber jetzt konnte ich ihn gerade gut im Rücken fallen. Ja, er hat auf einmal ein bisschen Foltersgruppe. Du laufst so der Scheiße! Jetzt kannst du ihn nicht. Schöne Ding. Gibt es nur bei solchen Special-Gegnern oder generell? Nee, generell. Oh, das finde ich cool. Aber halt, glaube ich, wirklich nur, wenn die einfach so gestunt sind. Ne? Ansonsten macht er das meines Erachtens nicht. Aber es ist auch schon ein bisschen zu lange, ja. Wir müssen auf jeden Fall zurückgehen. Ich habe nie wieder einen Schlüssel bekommen. Yeah! Loot. Erstmal die Kiste. Abgenutzte Lederhandschuhe. Ich will den nicht reinlassen. Das ist meine Bogen jetzt. Wieder klickern. Ach nee, wir beenden jetzt die Folge und dann lassen wir Fortis rein. Cliffhanger! Mohaha! Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge von The Witcher 2 wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss!